Liebe Genossen, Genossen, Freunde, Freundinnen, zwei Anschläge im Zentrum von Ankara in einem Monat haben nicht nur die unschuldigen Menschen das Leben genommen, sondern auch den legitimen Kampf um die Freiheit des kurdischen Volkes und den Kampf gegen Erdogans Regime diskreditiert. Und somit haben sie das Wasser auf die Mühle des Regimes gegossen. Diese Methoden, die sich von Methoden der Verbrecher von dschihadistischen IS nicht unterscheiden, super, danke, die diese Methode in Shingal, in Kobane und gegen Kurden, Gewerkschaftler und Sozialisten in Ankara am 10. Oktober angewandt hatten, können nicht Methode derjenige sein, die für eine freie und schönere Welt kämpfen. Wir als Sozialist Alternativ distanzieren uns von allen Methoden, vor allem von dem individuellen Terrorismus, klipp und klar, die den legitimen Kampf der kurdischen Volkes und den Kampf der Arbeiterklasse diskreditieren und das Wasser auf die Mühle der Herrschenden tragen, egal mit welcher Rechtfertigung sie es tun. In zwei Großstädten der Türkei zwei Anschläge in einer Woche ausgeübt worden. Für einen Anschlag in Ankara ist die TAK, also die Freiheitsfalken Kurdistans, verantwortlich, die schon vor einem Monat wieder einen ähnlichen Anschlag in Ankara ausgeübt hatte. Der in Istanbul wurde von IS-Mordattentäter ausgeübt. Bei den letzten insgesamt 42 Menschen ums Leben gekommen, wie ihr auch durch Medien erfahren habt. Während diese Anschläge, die direkt auf Zivilisten gerichtet waren, unter denen Menschen Angst und Panik ausgelöst haben, wurden manche, die ihre Herrschaft aufrechthalten wollen, die Menschen einreden, dass alles Schicksal wäre und wir lernen müssen, damit zu leben. Der Erdogan und Davutoğlu haben versucht, den Anschlag im Januar für eine militärische Intervention in Syrien bzw. Rojava als Anlass auszunutzen. Sie wollen jetzt die jüngsten Anschläge dafür benutzen, um alle Oppositionelle als Terroristen verbrandmarken und unterdrücken. Sie wollen von Erdogan, den Begriff des Terrorismus nach ihrem Geschmack neu definieren und somit alle, die nicht an Seite der Erdogan stehen oder sich stellen, unter diesem Begriff sammeln. Schon jetzt haben sie einen neuen Begriff in ihr Repertoire gestellt, und zwar Terroristen ohne Waffe. Das sind zum Beispiel die Journalisten, die die Unterstützung der Erdogan-Regime an IS aufgedeckt haben. Das sind die Akademiker, die mit einer Unterschriftenkampagne ihre Haltung gegen Erdogans Krieg gegen Kurden zum Ausdruck gebracht haben und sagen, wir werden an diesen Schulden nicht teilhaben. Der Erdogan, der bei jeder Gelegenheit an die Weststaaten gerichtet, sagt, zum Beispiel, Obama, Merkel, wenn er sowas sagt, dann kommt so eine Kritik und stellt sich so als Anti-Imperialist dar. Sie auch mit der Doppelmoral kritisiert, immer wieder, macht sie eigentlich nach dasselbe, wie die Staaten wie USA und Frankreich und so weiter nach jedem Terrorattacken diesen als Anlass nehmen, demokratische Rechte der Arbeiterklasse wie Streik- und Versammlungsrechte abzubauen und die Ängste der Bevölkerung missbrauchen, um Polizeistaat einzurichten, benutzt Erdogan dieselbe Methode, indem er die Angst und Sorge der Menschen, die die Anschläge bei denen ausgelegt hat, kontrolliert weiterschürt, um neue Gesetze für ihre politische Machthaber durchzudringen. All die neuen Gesetze und Maßnahmen von Erdogan und Regierung haben vor, die jede Forderung der türkischen und kurdischen Arbeiterklasse zu unterdrücken. Neben der demokratischen Forderung des kurdischen Volkes, die legitime Forderungen, werden sie gegen alle zum Einsatz kommen, die gegen Arbeitslosigkeit, gegen Korruption sind. Diese Maßnahmen werden gegen diejenigen gerichtet werden, die
die Menschen in Artvin, so eine Kleinstadt im Nordosten der Türkei, die nicht zugelassen haben, dass ihre Natur und Boden für Profit kaputt gemacht wird. Und verhinderten, dass dort eine Straße für die geplante Goldmine aufgebaut wird. Diese Gesetze werden gegen Metallarbeiter in Bursa, Westen der Türkei, und gegen die Streik- und Fabrikbesetzung in kommenden Zeiten angewendet. Einzige Verantwortung für diese miese Umstände, die wir in der Türkei gerade haben, ist Erdogan und AKP-Regierung, oder AKP-Regierung, wie auf Deutsch gesagt. Ihre Politik, die die kurdische Frage zu einem Bürgerkrieg gewandelt hat, ihre neo-osmanische imperiale Träumen, darum sie all diese Dschihadistengruppen unterstützen und die Türkei Rückzugsgebiet für sie gemacht haben. Liebe Genossen, Genossen, keine Terrorattacke darf Gewalt und Massaker seitens des türkischen Staates abdecken und davon ablenken. Die Kurden befinden sich seit Juli 2015 in einer Tragödie. Der Erdogan, der den sogenannten Lösungsprozess beendet hat, führt einen schmutzigen und haltlosen großen Krieg mit seiner Armee und Polizei, die mit allen Technologien ausgerüstet sind. Insbesondere die Bilder in Cizre, eine Kleinstadt in Kurdistan. Nach der Ausgangssperre, die 3 Monate gedauert hatte, kennen wir nur aus der Aleppo oder Kobane. Circa 200 Menschen, meistens Zivilisten und Verletzte, die sich in Kellerräumen, 3 Gebäuden verschanzt haben, sind vor Augen der gesamten Türkei umgebracht worden. Schweigen gegenüber solchen Massakern, die der Staat gegen Kurden ausübt, bedeutet nicht anders als das Schweigen gegenüber den Terrorattacken in Ankara oder Istanbul. Erdogan und AKP, die Interessen der türkischen Bourgeoisie vertreten, haben in Syrien Träume mit ihrer neo-osmanischen Politik. Sie haben auch gleichzeitig aber auch Albträume davon, dass die Kurden dort ihre Rechte erlangen könnten. Folge dieser Träume und Albträumen haben sie die Dschihadistengruppen jegliche Unterstützung gewährleistet und wurde die Türkei ein Rückzugsgebiet für die Dschihadisten. Bis jetzt aber haben diese nur gegen Kurden, Gewerkschaftler, Sozialisten und Touristen gerichtet. Im Juli wurden 33 sozialistische Jugendliche, Sozialisten, im Oktober bei der Demo unter dem Motto Frieden, Demokratie und Arbeit sind 103 Leute von diesen Verbrechern umgebracht worden. Im Januar und letzte Woche in Istanbul insgesamt 16 Touristen haben ihre Leben durch die Attacken von IS verloren. Es sieht so aus, dass IS aus taktischen Gründen noch keine Strategie gegen die Erdogan-Regime hat. Das kann sich aber bald ändern und die sogenannte Pakistanisierung der Türkei dann anfangen. Sowohl die IS-Mitglieder in der Türkei als auch diejenigen, die aus der Türkei nach Syrien reisen und gerade dort an der Seite der IS kämpfen, haben große Potenzial, die Türkei um Afghanistan und Pakistan, wo jeden Tag Bomben explodieren, Menschen ums Leben kommen. Die Journalisten von der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar und Erdem Gül, sind genau deswegen beschuldigt worden, im Knast gesteckt, weil sie die Dokumente und Bilder öffentlich die entsprechende Politik der AKP Erdogan aufgedeckt haben. Für den Terroranschlag in Ankara 2 Wochen hat sie Tag, das bekannt ist, diese kurdische Freiheitsfahrten, gleich 6 Tage später IS hat eine ähnliche Selbstmordanschlag in Istanbul ausgeübt. Genossen, Genossen, Freunde und Freundinnen, es ist die tragischste Ironie der letzten Zeiten, dass eine Terrorattacke im Namen des kurdischen Volkes mit einem Terrorattacke einer Organisation wie IS und dem im gleichen Bild steht. Eine Vertreter der kurdischen Dachorganisation KCK, an der
auch PKK angehört, sagt in einem Interview BBC sinngemäß, wir kämpfen nicht nur für Kurden, wir wollen, dass Völker in der Türkei gleich frei und geschwisterlich leben. Dafür kämpfen wir. Solche Attacke schaden unsere Ziele. Wir rufen alle auf, solche Attacke zu beenden. Sie bestreiten es, dass sie mit diesen Attacken nicht zu, also etwas zu tun haben. Kein Mensch kommt, also keine Menschen kommt es glaubwürdig. Weil alle ist klar, dass die Tag nie sowas machen kann ohne Duldung von PKK. Solange es so bleibt, die Einheit der, des legitimen Kampfes der Kurden und der Arbeiterklasse unmöglich sein. Die HDP, die diese Attacke sehr richtigerweise sofort verurteilt hat, hat die Erwartungen von Erdogan und nationalistischer Hoffnung beseitigt. Erstmal. Wir als Sozialistische Alternative begrüßen diese Haltung, unterstützen das. Weder sind die Menschen im Westen der Türkei leben, sind verantwortlich von Massaker an Kurden, noch die Kurden sind verantwortlich von diesen Terrorattacken. Der Kampf gegen Erdogan und AKP, gegen das System, das sie vertreten, den Kapitalismus, muss gemeinsam geführt werden. Ein Regime, das an ihre eigenen Gesetze nicht hält, die Akademiker verhaftet, weil die eine Unterschriftskampagne gestartet haben, die Fernsehsender, Zeitungen verbietet, die kleinste Demo mit Knüppeln, Tränengas und Wasserwerfer angreift, ein Regime, in dem Repression und Ausbeutung auf höchstem Niveau ist, kann nur aufrechtgehalten werden, indem wir gespalten werden, indem sie uns spalten. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Herrschenden uns spalten und ihre Herrschaft weiterzuführen. Wir als Sozialisten versuchen, in der Türkei genau das zu zeigen und klar zu machen, dass wir die Mehrheit sind und sie nur ein handvoller Haufen. Wir sind stärker als sie, denn nichts wird passieren, falls wir nicht erlauben. Wir müssen nur unsere Kraft erkennen. Mit Streik, Massenbesetzungen und Boykott. Weder Kriege, noch Massaker, noch Ausbeutung. Weder in Ankara, noch in Cizre. Ja.